Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün, wo wir gerade einen Cheater auf die Schliche gekommen sind. Beziehungsweise den Ersteller des Spiels, Diana, den Ersteller. Ja, hallo. Wir haben eine Prominenz kennengelernt. Und wir sind jetzt sehr neugierig, was ist hier passiert? Hat die Polizei ihn festgenommen? Ja, nein. Ich habe auf jeden Fall, also wir haben unseren Tourtag wiederbelebt, ne? Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Was ist denn hier passiert? Hat es sich und die Polizei gelöscht? Nein, nur die Polizisten. Nein. Als ob ich mich von denen aufhalten lasse. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bist du hier in der Ruhmeshalle. Stimmt, wir sind durch. Da du mich jedoch nicht besiegt hast, darfst du dich nicht eintragen. Ich werde dich deshalb nach Knoblauchheim teleportieren, bevor du irgendeinen Mist anstellst. Siehst du es um? Ja. Halt, stehen bleiben. Lass mich los. Ich lösche dich, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Hier geblieben! Oh Gott. Ha! Jetzt? Ich hab zwar. Also, da bist du. Ich hab zwar nicht gewonnen, aber ich trag mich trotzdem ein. Shining Adventures kann mich mal. Also, das ist der Steller von diesem Spiel anscheinend. Grüße gehen raus an ihn, mega geiles Spiel. Wir haben uns gerade ernsthaft selbst in die Ruhmeshalle eingetragen. Level 49. Aber das. Glumander, Level 5. Das war das stärkste Pokémon. Das ist unser einzig Gefangenes, glaube ich. Zwirling, Level 20. Und Bisasam. Das Beste. Ein Taboga, damit wir fliegen können natürlich. Ne? Braucht man und leider. Und jetzt huldigt ihm. Dem Pokémon-Gott. Naja, dem zweiten. Okay? Kapador ist vor ihm. Und der ist aber Diana. 6 Stunden 50 haben wir gebraucht. Krass. Und jetzt, hallo? Warum das ist denn Link? Das ist Link. Das ist Diana. Nein, Diana ist das. Was? Ein fliegendes Pikachu. Da ist der kleine Aussetzer, wollte ich sagen. Aus dem Zelda-Paradies. Professor Eiche. Denn ich weiß, wo sein Haus wohnt. Das ist neben Pikachu. Trenne sie niemals. Dann geht die Party ab. Steroiden. Flemli oder so? Das ist Robotermaus. Oh nein! Celebi, was schläft natürlich? Ditto Pikachu? Ach, oder was? Wieso? Und ich entschuldige mich bei allem, die etwas beigetragen haben und nicht aufgelöst. Ja, geht leider so, Max. 4 Jahre hat er das Spiel entwickelt, Leute. Großen Respekt an den Typen. 4 Jahre hat er das Spiel entwickelt. Leck mich im Arsch, Steiner. 4 Jahre? Ja, das ist gibt's heftig. Noch was? Hallo Mama. Nö, wir machen ja Schlafi. Wir gehen jetzt mal Professor Eiche. Wir gucken uns ein bisschen um, ob wir jetzt wirklich durch sind. Wir müssen ja noch irgendwo Bescheid sagen oder so, habe ich das Gefühl. Irgendwas müssen wir noch machen, denke ich. Warum sehen wir wieder aus wie Mike und nicht wie Diana? Wieder. Das macht mich ganz psychisch fertig. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, das stimmt. Das ist sehr merkwürdig. Wir müssen uns wieder die Pille besorgen. Können wir noch irgendwo hin? Wir haben ja schließlich alles abgeschlossen. Das ist die große Frage. Was passiert, wenn man jetzt noch in die Liga reingeht zum Beispiel? Wo ist der Typ? Hat die Polizei ihn gefasst? Ja, nein? Oh, ich bin reingegangen. Also, man kann die noch mal... Ich bin reingegangen, nein. Ja, ich hab's gesehen. Zielstrebig. Ich hätte zuerst mit dem Typ an der Tür gesprochen. Ich wusste nicht, dass das geht. Oh Mann. Geht doch immer. Oh Mann. Glaubst du, man kann jetzt noch was machen im Spiel und nicht? Das ist ja die große Frage jetzt, ne? Ich bin gerade auch unsicher. Ich bin am Überlegen, weil. Kreodon ist erstmal zufrieden mit dem neuen Gott. Wir haben Arceus. Der Typ wird verfolgt. Von der Polizei, ja. Aber wir können in die Stadt noch gucken, ob wir von der Polizei noch verfolgt werden, ne? Ja. Nun müssen wir irgendwie hier rauskommen. Kämpf dich doch einfach mal durch. So Leute, ich habe jetzt die Liga nochmal durchgekämpft und der vierte Trainer ist einfach wirklich nicht da, ne? Also wir können hier durchgehen, nochmal uns in die Siegestraße hier eintragen und ja, das war's. Ne? Also in der Liga gab es leider auch nichts Neues, die Kämpfer waren gleich stark, sie haben das gleiche gesagt, es war eigentlich nichts anderes dahinter, ne? Ja. Nicht so, wie man es also, gewohnt ist, ne? Nicht mal, dass da ein paar Level draufkommen oder so. Nö, gar nichts. Ne? Also hier war leider auch nichts mehr.
Aber wir fliegen jetzt auf jeden Fall noch in die Stadt, würde ich sagen, wo die Polizisten waren. Ob die uns jetzt noch suchen oder irgendwas, oder... Weil wenn das sich nicht mal geändert hat, dann denke ich, wir haben das Spiel halt echt komplett fertig. Ne? Dann denke ich einfach. Aber krass. Aber dann trotzdem großen Respekt für diese 4 Jahre. Ja, natürlich, jetzt hat er sicher nicht jeden Tag dran gearbeitet, ne? Aber trotzdem, ne? Ja. Ich gucke jetzt mal kurz nach rechts, ob irgendwas Lustiges noch steht. Grafiktyp, nochmal Grafik. Pixel Art ist übrigens sehr, sehr, sehr schwer. Großer Respekt. System, Technik, Musik, Sound, auch viele Internetseiten. Lustig. Dank an nur wegen seinem LP wurde das Projekt wieder aufgenommen. Oh, cool, der Krummskips hat das Spiel gerettet eigentlich, ne? Jack the Zapper, bestes Beta-Tester. Bester Tester, den es gibt. 2006 haben die angefangen. Also 2010 war es noch fertig, ne? Also lustig, das ist... Nur wegen einem Let's Player wurde es quasi beendet. Das finde ich geil. Sowas finde ich mal geil. Dass sich der Entwickler dann so gefreut hat, ne? Und dass es dann noch fertig gemacht hat. Das finde ich geil. Sowas ist cool. Und jetzt fliegen wir nochmal in diese Stadt. Ich glaube, es war da oben. Und guck mal, ob die Polizei auch noch da ist. Nö, die standen schon bei der Frau. Sind alle weg. Okay, das ist krass. Ist jetzt hier irgendwas anderes? Da hängt ein Schild. Das Team Shockit und Rocket Hauptquartier wird momentan zur Züchtung von Urmeln über. Das ist so schön. Und sowas findet man halt nur, wenn man echt nochmal zurückgeht, ne? Das ist knuffig. Mhm. Das ist knuffig. Also ja, der Plan wird durchgezogen, Leute. Unser Team Shockit ist nun vereint mit Team Rocket und züchtet fleißig keine Pokémon mehr, keine Missing No, sondern Urmel. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen, Diana. Das ist echt süß. Ja, vor allem, dass die noch ein Schild hinhängen. Das hätten die Entwickler nicht machen müssen, ne? Weil ich denke, dass wenige nochmal zurückgehen oder irgendwas, ne? Und das dann aufzuhängen, das ist geil. So, sowas mag ich. Ist schon fast eher so wie ein Easter Egg fast. Finde ich geil, finde ich geil. Aber Leute, wir haben das Spiel durch. Schade, Diana. Schade. Ja. Leider. Ja. Hast du was? Das war echt. Ja? Ja? Ja. Was? Das war echt lustig. Auf jeden Fall, ja. Hast du auf irgendwas Bestimmtes Lust als nächstes? Hast du schon was im Auge? Sonst, Leute, in die Kommentare. Also, ja, ich habe was im Auge, nämlich so ein kleines Krümelchen, weil das jetzt... Leute, schreibt mal in die Kommentare, welches Spiel hält ihr am liebsten als nächstes hier auf dem Kanal? Wenn euer Wunschspiel in den Kommentaren schon steht, dann gebt einfach diesen Kommentar ein Like, damit nicht 3000 Mal das gleiche Spiel da steht. Bin sehr gespannt. Es soll wieder sein für mich und Diana. Sonst wäre es ziemlich langweilig. Und gerne mal, ja, was habt ihr so Bock? Was fällt euch so ein? Ich bin da echt gespannt. Aber ich glaube jetzt nicht nochmal jetzt sofort ein Pokémon-Spiel, sondern schon was anderes, ne? Ich bin offen. Ja, wir können dann gerne mal in Zukunft wieder zurück auf eine Pokémon-Mod kommen, ne? Aber jetzt sollten wir nicht noch die nächste spielen. Das wäre dann ziemlich langweilig, glaube ich. Auch wenn dieses Spiel natürlich komplett anders ist als die normale Story von Pokémon. Trotzdem, ne? Also gerne was anderes, was ich und Diana spielen kann. Am liebsten würden wir gerne mal so ein Koop spielen, was ziemlich schwer ist. Was zu finden heutzutage, Koop ist nicht mehr so modern, sondern eher nur Multiplayer, Battle Royale und so weiter. Koop ist ein bisschen out. Mhm. Aber das kommt sicher wieder zurück, denke ich mir. Und ja, wie gesagt, haut es mir in die Kommentare, Leute. Danke fürs Zugucken dieses Let's Plays. Und ich finde es echt schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte gerne noch viel weiter gespielt. Das ist echt ein geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt hatten, aber ist geil. Ist auf jeden Fall wirklich geil. Hat Spaß gemacht. Ja, ein großes Dank an den Entwickler auf jeden Fall. Und auch, dass es fertig gemacht hat, finde ich auch geil. Super. Oh ja. Das zuerst gar nicht geplant war und dann doch fertig gemacht hat, dank einiger YouTuber. Mega nice, mega nice. Leute, ich habe mich gefreut und auch, dass ihr alle zugesehen habt. Gerne halt, seid ihr wieder im nächsten Let's Play dabei auf diesem Zweitkanal, auf dem RPG-Kanal. Ich bin gespannt, was uns erwartet, was ihr so vorschlagt, was uns so einfällt. Und ja, danke Diana fürs Mitmachen. Bitte, bitte, gerne. Und sehr brav die Maike gesprochen und so weiter. Alle weiblichen plus Palm. Plus Pokémon. Und Leute, zum Abschluss, Celebi schläft nur, ne? Ganz klar. Und praise the Carpador Lord. Er ist der einzig wahre Pokémon-Gott. Denn sonst niemand kann jemand mit einer Platscher-Attacke Arceus ausschalten. Also er ist der wahre Gott. Das haben wir herausgefunden. Das ist eine sehr schöne Lektion, die wir aus diesem Spiel lernen können, Diana. Auf jeden Fall. Natürlich. Ich werde es mir gut einprägen und fürs nächste Mal merken. Ach ja.
Leute, wie gesagt, danke fürs Dabeisein. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Schaut bei Diana vorbei. Link in der Videobeschreibung. Die wurschtelt ganz viel rum. Würde mich freuen, wenn ihr vorbei seid. Ja, und Leute, wir sehen uns hier am Kanal im nächsten Let's Play oder auch schon morgen oder übermorgen oder heute noch auf dem Hauptkanal. Wisst ihr Bescheid? Und ja, Leute, viel Spaß. Haut rein und ciao. Tschüssi, macht's gut.